Die Aktienmärkte wurden heute noch einmal gerettet wegen eines Schwurs der Machthaber. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Ja, es war das, was nötig war, um die totale Panik zu vermeiden. Wir haben im Prinzip so eine Art Draghi-Moment jetzt gesehen. Whatever it takes to preserve the Euro, so der damalige EZB-Chef Mario Draghi im Jahr 2012. Und vor allem der Nachsatz, and believe me, it will be enough. Glauben Sie mir, es wird ausreichend sein, es wird reichen. Das war praktisch eine Kampfansage an Hedgefonds, die damals den Euro geschortet hatten, weil man davon ausging, die Eurozone fliegt auseinander. Und dann ist eine Notenbank da, die sagt, nein, das werden wir nicht zulassen und wir können Geld drucken, bis euch die Liquidität ausgeht, wenn ihr gegen uns wettet. Das war praktisch der Gamechanger, der damals geholfen hat. Da war es aber ein psychologisches Problem eigentlich. Jetzt haben wir ein biologisches Problem. In der Finanzkrise 2008 war es ein Problem im Finanzsektor. Hypothekenkredite, jeder Amerikaner sollte ein Haus haben, alle haben sich ein Haus gekauft, die Preise sind gestiegen. Und dann platzte diese ganze Geschichte. Damals konnte eine Notenbank durchaus mit solchen Liquiditätsdingen wie QI dagegenhalten. 2012 war das ein psychologisches Ding, das Mario Draghi geschafft hat. Und heute haben es die Machthaber versucht, sozusagen auf der psychologischen und auf der Liquiditätsschiene zu reparieren. Schauen wir uns mal hier ein paar Dinge an. Zunächst mal die Bundesregierung mit unbegrenzter Kreditzusage für Unternehmen, wie wir heute getitelt haben, als diese Meldung rauskam. Es klingt ganz toll. Problem ist nur, dass es wahrscheinlich in der Praxis dann völlig anders läuft. Wenn Sie sich zum Beispiel mal die Dürrehilfen anschauen für die deutschen Landwirte, nachdem es ja da kaum geregnet hat in den letzten Jahren, muss man schon fast sagen, das funktioniert auch nicht so richtig. Und das ist ja ein viel größerer Maßstab. Das gilt im Prinzip für alle Unternehmen, muss man sich mal vorstellen. Da ist die deutsche Bürokratie ja schon mal heillos überfordert. Also klingt gut, ist aber wahrscheinlich in der Praxis wenig hilfreich. Genauso wie die Aussage der New York Fed jetzt für ein paar Milliarden mehr US-Staatsanleihen zu kaufen. Das ist so ein bisschen ein kleines Trostpflaster, aber hilft nicht so wirklich weiter. Steve Mnuchin hat heute auch gesagt, der US-Finanzminister, das werden wir überstehen alles. Das ist eine kurzfristige Sache, vielleicht von ein paar Monaten, aber das ist nichts Langfristiges. Wer weiß, Steve, das werden wir sehen. Jedenfalls ist jetzt erstmal ein bisschen weniger Panik vorhanden, wenngleich wir nach wie vor einige Dinge haben, die sehr, sehr bedenkenswert sind. Schauen wir uns zunächst mal an, was zum Beispiel sehr bedenkenswert ist. Die Fed hat ja gestern angekündigt, heute 500 Milliarden in den Repo-Markt zu pumpen und dann Montag, Dienstag, also in Anfang der nächsten Woche, jeweils nochmal 500 Milliarden, sind insgesamt 1,5 Billionen. Aber bei der heutigen Repo-Auktion wurden von diesen 500 Milliarden nur lächerliche 17 Milliarden abgerufen. Das muss man sich mal vorstellen. Warum ist das so? Weil die Player am Markt gar nicht anders können, als so wenig abzurufen. Das ist nämlich qua Regularien ihnen gar nicht möglich. Basel III von der Fed selber, FDIC, verschiedene Aufsichtsbehörden machen praktisch oder haben Regularien gemacht, die letztendlich dazu führen, dass das Angebot, das die Fed hier macht, gar nicht genutzt werden kann. Und das Erstaunliche ist, diese Primary Dealer, wie sich die nennen, also diese Institutionen, diese Finanzinstitutionen, die hier diese Geschichten mit der Fed abwickeln, die haben der Fed gesagt, wir können es gar nicht nehmen. Und die Fed wusste davon nicht. Das ist schon mal ein Zeichen, dass die Machthaber offenkundig so ein bisschen hinter der Kurve sind. Schauen wir uns mal ein paar Dinge an, die relevant und interessant sind. JP Morgan hat jetzt gesagt, okay, wahrscheinlich sind die Hedgefonds jetzt weitgehend durch mit den Verkäufen, aber diejenigen, die fundamental unterwegs sind, die werden auch nervös sein, sodass wahrscheinlich jede Rallye dann letztendlich ein Verkauf ist. Und jetzt ist das Problem, dass eigentlich die Märkte ja sowieso davon ausgehen, dass die Fed nächste Woche um 100 Basispunkte senkt, also 1%. Den Zins runternimmt und was dann vielleicht überhaupt noch helfen kann, weil das schon längst eingepreist ist, ist ein massives QI, also ein massives Programm, das die ganze Geschichte nochmal rettet. Es ist übrigens auch nicht ausgeschlossen, dass wenn die Sache schief geht, die Wall Street erstmal eine Zeit lang zugesperrt wird. Man sollte es nur mal erwähnt haben. Schauen wir uns mal ein paar Dinge an, die wirklich der Hammer sind. Wir sehen einen VIX, der in Richtung 100 läuft. Das bedeutet, dass die Anleger erwarten, wenn ein VIX zum Beispiel bei 80 steht,
dass man mit einer 80-prozentigen, also einer 80-prozentigen Änderung des S&P 500 in den nächsten Monaten rechnet, muss man sich mal vorstellen. Wir haben im Prinzip die überverkauftesten Situationen, sogar 2008 sind wir da nicht rangekommen, was da teilweise hier abgesetzt werden musste. Es sind zum Beispiel auch sogenannte Risk Parity Funds, also die Anleihen und Aktien haben, und die kamen gestern massiv unter die Räder, weil ja auch die Anleihen Schwierigkeiten hatten. Es gab schlichtweg keinen sicheren Hafen gestern, deswegen dieser massive Verlust. Wir haben insgesamt jetzt die Situation, dass wir an 4 von 5 Handelstagen dieser Woche entweder Limit Up oder Limit Down hatten. Wir hatten zweimal Limit Down, also die Futures vom Handel ausgesetzt nach einem Verlust von mindestens 5%, und zweimal Limit Up. Aber in der Summe ist der S&P 500 dennoch über 16% im Minus, muss man sich mal vorstellen. Mnuchin hat heute gesagt, we want to keep markets open, wir wollen die Märkte auflassen. Wenn schon ein Finanzminister das sagt, dann sollte das hellhörig machen, nach meiner Auffassung. Jedenfalls schauen wir uns mal ein bisschen das Drama weiter an. Welche Sektoren sind besonders betroffen? Wir sehen hier den Energiesektor mit minus 52% am meisten betroffen, jetzt 71% von seinem 2014er hoch, dann Finanzwerte, dann Materials, Industrials, Industriewerte, Zykliker, Discretionary, Consumer Discretionary. Und wir sehen, dass vor allem der DAX massiv betroffen ist. 20% ist ja diese Woche gefallen. Das ist die schlechteste Woche seit Oktober 2008. Und es sind die ehemaligen Highflyer, so eine zum Beispiel eine Adidas, die 29% gefallen ist, eine Münchner Rück 27%, eine Daimler 26%, ziemliches Blutbad. Offenkundig ist es so, dass der DAX ja sehr stark dominiert ist von ausländischen Investoren. Die haben Kohle abgezogen, die haben Geld abgezogen, weil sie Liquidität im Heimatmarkt brauchen, um die Dinge aufrechterhalten zu können. Wir sehen, dass jetzt 17 Billionen Dollar seit Auftritt des Coronavirus aus den Märkten entschwunden ist. Das entspricht um und bei dem BIP Chinas in einem Jahr. Also die Wirtschaftsleistung Chinas ist an Marktkapitalisierung jetzt mal eben vernichtet worden. Wir sehen, dass der Verlust an Marktkapitalisierung pro US-Bürger etwa 28.000 Dollar entspricht. Und wir sehen, dass die sogenannten MAGA-Stocks, also Microsoft, Apple, Google und Amazon, inzwischen alle in Bärenmarkt-Territorien sind. Und wir sehen Stresssymptome auch an anderer Front, nämlich hier die Kosten für Kreditversicherungen, wenn man Junk-Bonds hält, also Bonds von wenig Bonitäts zuverlässigen Unternehmen, um es mal so zu formulieren, das schießt massiv nach oben. Das Coronavirus ist also sozusagen eine Art Rückkehr des natürlichen Prinzips, wie es in der realen Welt alte, schwache vorwiegend trifft, Vorerkrankte, so trifft es die Schwachen sozusagen in der Wirtschaft, könnte man fast metaphorisch sagen. Und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Hier zum Beispiel mal zwei Muster, die wir hier sehen können. Wir haben jetzt vielleicht einen kurzfristigen Boden erreicht. Möglich ist, dass wir jetzt nochmal nach oben laufen, sogar in Richtung 3000 beim S&P 500. Das wäre eine ganz schöne Strecke. Aber dazu müssen wir das Tief, das wir gestern erreicht haben, verteidigen. Geht es da runter, dann geht der Fahrstuhl noch ein Stück weit weiter runter. Das wäre vielleicht ermöglicht durch die massive Ausweitung der Fed-Bilanzsumme. War ja noch vor 3-4 Wochen das entscheidende Kriterium. 3-4 Wochen, wie lange ist das her? Kommt einem schon wie eine vergangene Welt vor. Jedenfalls sehen wir, die Fed-Bilanz geht massiv nach oben. Hilft diese Liquidität nochmal, hilft dieser Schwur der Fed nochmal? Möglich wäre dann zum Beispiel, dass wir hier, wie Sven Hendrik das zeigt, so eine Art Bärenporno haben, dass nämlich die Kurse nochmal steigen, dann hier so eine Schulterkopf-Schulter ausbilden und dann die nächste Welle nach unten kommt. Ich glaube, dass wir noch nicht fertig haben, dass wir durchaus eine massive Rallye nochmal sehen können, aber das wird dann sozusagen eine Rallye sein, die man nochmal verkaufen kann, weil dann die Dinge nochmal schwierig werden. Das zumindest deutet die Charttechnik an. Schauen wir uns ein paar Dinge, wie sie sich hier darstellen. Das ist der DAX, der heute schon in Richtung 10.000 plötzlich wieder unterwegs war, gerade nach dem Schwur von Olaf Scholz und Altmaier, wir helfen allen Unternehmen, sie werden geholfen, hat einst Veronika Feldbusch gesagt. Und das hat damals nicht gestimmt und wird wahrscheinlich auch diesmal nicht stimmen. Jedenfalls der DAX dann wieder massiv runter. Wie gesagt, Abzug von Kapitalströmen ist nach meiner Auffassung das große Thema. Wir sehen den S&P 500 bei 2556. Wie gesagt, schauen Sie auf diese Tiefs, 2400, 2360, glaube ich, waren wir zwischenzeitlich auf Future-Basis im Tief. Ein Blick auf den Dow Jones, 21.800
1,97, das sieht hier noch wenig aus, sind aber natürlich ein paar tausend Pünktchen immer gleich. Und wir sehen den Euro-Dollar bei 1,0882. Da geht es massiv nach unten, weil man ahnt, dass jetzt eben die EZB All-In geht durch praktisch negative Zinsen für Banken, die bei der EZB Kredite nehmen. Die bekommen also Geld dafür, dass sie Geld leihen. Das ist lustig, die Staaten sollen mehr Schulden machen, die kann dann die EZB über QE wieder aufkaufen. Ein wunderbares Schneeballsystem, das natürlich letztendlich die Banken finanziert, das letztendlich die Staaten finanziert durch eine Druckerpresse, darf man aber natürlich nicht offiziell sagen. Gold jetzt auch unter Druck, 1523, auch wahrscheinlich Deleveraging, Enthebelung von bestehenden Positionen und das Crude Oil bei $32.20. Also, es wird ein interessantes Finale heute geben. Trump wird um 20 Uhr deutscher Uhrzeit nochmal eine Pressekonferenz geben zu Coronavirus. Wird er da den nationalen Notstand ausrufen? Wird er andere Dinge sagen, die vielleicht die Märkte retten oder nicht? Kommt also jetzt auch der Schwur von Donald Trump? Das ist die große Frage. Es wird spannend sein zu beobachten, jedenfalls dieses höher, schneller, weiter, dass wir gesehen haben, dieser gedankenlose Glaube an ewiges Wachstum, der ist jetzt ein bisschen zerstört und das ist eigentlich kein Zufall, dass das in einer tendenziell demografisch schrumpfenden, wie auch älter werdenden Gesellschaft irgendwie nicht funktioniert, ist mein Eindruck. Wie auch immer, ich wünsche jetzt ein wunderschönes Wochenende und sage Servus und Ciao.